Wusstet ihr, dass am 18. April Aliens auf der Erde gelandet sind und die Welt untergegangen ist? Wie? Das stimmt gar nicht. Ja, aber ich habe das direkt dreimal auf der Trendseite bei YouTube gesehen. Das muss stimmen. Also Leute, pass auf. Die Geschichte ist folgende. Ein Twitter-User hat eine WhatsApp-Nachricht gepostet und in dieser WhatsApp-Nachricht hat er angeblich eine Sprachnachricht bekommen von der 4 Jahre alten Blackbox des verschollenen Malaysia Airlines Flug M370. Denn diese Blackbox hat irgendwie die magische Fähigkeit erlangt, Sprachnachrichten an random WhatsApp-User zu schicken über, keine Ahnung, Gedankenwellen. Außerdem besagt die Warnung, dass das Flugzeug von etwas Nichtmenschlichem attackiert wurde. Also wahrscheinlich Aliens, wenn das so dasteht. Mhm. Ja, hättest du nicht gedacht. In dieser Sprachnachricht hat das Militär, und deswegen ist auch dieser Flug abgestürzt übrigens, verschlüsselt, dass Aliens am 18. April auf der Erde landen und die Erde vernichten. Problem ist, der 18. April ist schon vorbei und wir sind immer noch da, aber ein YouTuber hat schon die Lösung. Ich werde euch am Ende des Videos auch schon einen neuen Weltuntergangstermin geben, der schon in wenigen Tagen ist. Also bleibt... Ja Mist, genau an dem Tag habe ich einen Friseurtermin. Muss ich wieder verschieben. Ja, da geht die Welt unter, da kann ich leider nicht. Können Sie mir einen Tag vorher die Frisur machen, damit ich gut aussehe? Danke, ja. Das ist kein Witz. Ich möchte heute mit euch über das Phänomen der Mystery-Kanäle auf YouTube sprechen. Da sind welche dabei, wie zum Beispiel Creepy Pasta Punch mit über 600.000 Abonnenten. Und das ist quasi so ein bisschen wie der billigste Horrorfilm aller Zeiten. Sowas wie Lagerfeuer-Stories oder urbane Mythen. Und da sind gruselige Hits dabei wie Frau hat Sex mit 20 Geistern, wie ist das möglich? Oder lade dir niemals einen Virus runter und sei vorsichtig, was du auf eBay kaufst. Hurra, Grusel! Das sind irgendwie so Rentnertipps oder so. Oma, lad dir niemals den Virus runter und pass auf, was du auf eBay bestellst. Das Internet. So ein bisschen ist das wie eine noch billigere Version von X-Faktor, das Unfassbare. Das ist das, was wir in meiner Kindheit geguckt haben. Und eigentlich ist es ja nicht schlimm, wenn in solchen Geschichten fürs Gruseln irgendwie ein bisschen Bullshit erzählt wird. Und das Gleiche machen auch Kanäle wie Mythenakte, Streng Geheim, Jericho, Nice, Topwelt, Mentale Zuflucht und mein persönlicher Favorit, Mr. Blue. Diese Kanäle sind eigentlich alle austauschbar. Clickbait-Titel und Thumbnail, meistens schlechte Sprecher und super viel urheberrechtlich geschütztes Material als Videogrundlage und Inhalte, die meistens einfach aus dem Ausland genommen werden und dann auf Deutsch übersetzt oder halt irgendwo anders von irgendwelchen Webseiten zusammengeklaut. Als ich angefangen habe, für dieses Thema zu recherchieren, ging es mir eigentlich nur darum, was für einen völligen Blödsinn diese Kanäle machen und wie austauschbar das eigentlich alles ist. In der Recherche bin ich dann aber auf ein riesiges Problem gestoßen, was mich wirklich wütend macht. Mal abseits davon, dass die meisten Zuschauer dieser Videos Kinder sind, die das einfach alles so glauben, ist mein Problem, dass sich ein Großteil dieser Videos um Verschwörungstheorien dreht. Und mal sind die harmloser, aber mal sind die richtig eklig. Und darum soll es heute gehen. Nehmen wir zum Beispiel das Video Stehen Heilpraktiker auf einer geheimen Todesliste vom Kanal Streng Geheim. Da geht es darum, dass angeblich 50 Heilpraktiker in kürzester Zeit von der Pharmaindustrie brutalst ermordet wurden, weil diese Heilpraktiker angeblich herausgefunden haben, welche Stoffe die Pharmaindustrie bewusst in Impfstoffe reintut, um uns allen Autismus zu geben. Bradstreet hatte Hinweise darauf, dass Impfstoffen das Enzym Nagalase beigefügt worden war, was nach Meinung vieler Naturheilkundler Autismus verursachen kann. Ja, genau. Die Heilpraktiker hatten aber die krasse Heillösung. Wahrscheinlich haben sie den Autisten genommen und den tausendfach verdünnt und dann als Kügelchen in die Menge gestreut. Aber das wollte die Pharmaindustrie verhindern und deswegen haben die alle umgebracht. Ja, blöd nur, dass das einfach 50 Todesfälle waren, die nichts miteinander zu tun hatten, die einfach random rausgesucht wurden, von denen tatsächlich am Ende sogar nur einer ein Heilpraktiker war. Und das wird auch aufgelöst. Einige Mediziner sind sicher auf eine geheimnisvolle oder unerklärliche Weise ums Leben gekommen. Aber dies bedeutet nicht, dass die Pharmaindustrie dahinter steckt oder die Regierung daran beteiligt ist. Aber eine Sache bleibt trotzdem im Raum stehen, nämlich, dass Impfen Autismus verursacht und dass die Pharmaindustrie das irgendwie bewusst beeinflusst. Und es geht noch weiter. Am Ende des Videos sagen die in dem Kanal sogar,
Irgendwas ist an dieser gesamten Geschichte trotzdem rätselhaft, obwohl diese Todesfälle nichts miteinander zu tun haben. Und das müsste man nochmal genauer untersuchen. Und man sieht halt einfach ganz krass in den Kommentaren, dass Leute das für bare Münze nehmen und sich in ihrer Impfgegnerschaft bestätigt fühlen. In einem weiteren streng geheimen Video leben wir in einer Scheindemokratie, wird mit gezielten Fakten das verdrehte Bild aufgebaut, dass wir in einer Scheindemokratie leben, dass eine Handvoll Eliten mit Schattenorganisationen uns alle kontrollieren, wir keine wirkliche Stimme haben, unsere Wahl nicht zählt und Demokratie nur ein Konstrukt ist, um uns alle zu unterdrücken. So, weißt du, so Illuminati-mäßig oder keine Ahnung was, irgendjemand in der Hohlerde drückt auf Knöpfe. Mit der Demokratie ist sicherlich nicht alles perfekt und viele der Fakten, die da angesprochen sind, sind auch tatsächlich Fakten, die stimmen und die sind bedenklich, zum Beispiel einzelne Fälle von Korruption und Vetternwirtschaft, um die es da geht. Aber es wird nie darüber gesprochen, was tatsächlich gegen solche Sachen schon unternommen wird oder welche Vorteile die Demokratie hat oder wie wir als Wähler was dagegen tun können. Nö. Am Ende wirst du nach diesem Video mit dem Gefühl zurückgelassen, das stimmt alles, unsere Demokratie existiert gar nicht und die einzige Wahl, die mir bleibt, ist, irgendwelche extremen Parteien zu wählen, sei es links- oder rechtsextrem. Solche Videos treiben Leute in den politischen Extremismus. Und jetzt kommt's, streng geheim, wird produziert von Mediakraft. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, die übersetzen die Inhalte nur aus England auf Deutsch und laden es dann hoch, aber anscheinend komplett ohne jegliche redaktionelle oder journalistische Kontrolle. Warum? Und man muss auch noch fairerweise dazu sagen, der Kanal ist seit 3 Monaten nicht mehr aktiv. Ich glaube, weil Mediakraft das selber erkannt hat. Und die haben jetzt einen neuen Kanal, die machen das nicht mehr. Aber wie konnte es so weit kommen, dass überhaupt diese Videos online gegangen sind? What the fuck? Kommen wir zu Mr. Blue, der von Made My Day promoted wird. Der erklärt in einem seiner Videos zum Beispiel, warum das FBI korrupt ist und wiederholt in dem Video dabei die ganzen Verschwörungstheorien der ultrarechtesten, der rechten Trump-Supporter, nämlich dass Hillary Clinton in Wirklichkeit das FBI kontrolliert und eine Agenda gegen Donald Trump fährt. Und durch verdrehte Fakten und falsche Infos und fehlenden Kontext wird hier an 300.000 Abonnenten statt irgendwelchen Mystery- und Grusel-Stories eine rechte Propaganda gepusht. Eine Sache ist an Mr. Blue ganz besonders. Am Ende seiner Videos kommt immer so ein kleiner Disclaimer. All diese Angaben sind ohne Gewähr, ich habe keine Fakten und keine Beweise. Und ich dachte mir so, ey geil, immerhin gibt das zu, auch wenn es erst ganz am Ende ist. Nur dann schiebt er meistens noch so einen hinterher und sagt dann, aber wir wissen doch alle, auch ohne Fakten und Beweise, irgendwas ist hier mega faul. Nochmal zusammenfassend möchte ich klarstellen, dass ich natürlich keinerlei Garantie, Beweise oder Ähnliches auf diese Angaben geben kann. Aber alleine die Tatsache, dass fast alles, was US-Regierungen heutzutage angeht, suspekt ist, zeigt, dass irgendetwas mehr oder weniger nicht stimmen kann. Aber hör einfach auf zu reden. Lass es. Die meisten Videos auf diesen Kanälen sind harmlose Gruselvideos mit Stories, die man sich früher so am Lagerfeuer erzählt hätte oder die einfach offensichtlich dumm und fake sind, so wie diese Alien-Story vom Anfang. Nur kriegt man mit seinem Abo dann auch immer schön die Verschwörungstheorien mit in die Abo-Box reingespült an Leute, die Kinder sind, die vielleicht nicht in bester psychischer Verfassung sind oder die auch zu den vielen, vielen, vielen Menschen zählen, die tatsächlich an Verschwörungstheorien glauben und die sich bestätigt fühlen, das ist derselbe Grund, warum ich mich über Unge aufgeregt habe mit seinem Chemtrails-Video. Wir wussten alle sofort, dass Unge mit dem Video nur trollt, aber es gibt eben viele Leute, für die ist das echt, die denken, das wäre die Wahrheit. Und der Weg zwischen Verschwörungstheorien und politischem Extremismus ist aus irgendeinem Grund auch immer sehr kurz. Also ich halte das alles für super gefährlich. Mach doch bitte einfach nur Gruselvideos und lass die ganzen Verschwörungstheorien weg. Um das Video jetzt aber positiv zu beenden, möchte ich euch noch einen Ausschnitt von Mr. Blue zeigen, wo er wirklich beweist, dass er es auch besser kann, dass er mit Fakten arbeiten kann, mit richtig guter Recherche und Journalismus, wo er sogar Expertenmeinungen zitiert. Wirklich krass. Das ist sein Video zum Thema Echsenmenschen. Experten behaupten des Weiteren, dass diese Echsenmenschen irgendwann mehr und mehr Zeit mit uns Menschen verbringen werden, um sich langsam weiter in wichtige Machtpositionen einzuschleusen, bis sich die Menschheit dann irgendwann beugt. Ja, ich als Experte kann das nur bestätigen, nur um mal ein Beispiel zu geben. Ich bin seit 5 Monaten der Bürgermeister von Bielefeld und niemand hat was gemerkt. Was sagt ihr zu dem Thema? Guckt ihr solche Kanäle? Wenn ja, warum? Was findet ihr gut? Was findet ihr schlecht? Schreibt es mal in die Kommentare, denkt dran, das Video zu liken und mich zu abonnieren. Oder ist das Ganze vielleicht auch einfach nur eine Verschwörung, mit der ich versuche, euch dahin zu manipulieren, mich in die Trends zu bringen? Man weiß es nicht.